In meinem letzten Video hatte ich über meine Recherchen berichtet, die nahelegten, dass sich Ubisoft gegenüber Kollegen auf YouTube und Co. recht spendabel zeigte. So war ich aufgrund diverser Vlogs und Beiträge auf X zu dem Schluss gekommen, dass Ubisoft ziemlich wahrscheinlich diversen Content-Erstellern die Flüge nach Los Angeles, die Unterbringung und einen VIP-Tag in Disneyland bezahlt hat. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habe ich nun für dich ein großes Update zur Sache, das auch eine Unterhaltung mit dem Kollegen Kartoffelkönig enthält. Es wird also wieder ein längeres Video, irgendwie werde ich die gerade nicht los. Aber man muss sich eben manchmal etwas Zeit nehmen, um Dinge auszuführen. Ich weiß, ständig sagen YouTuber, bleib bis zum Ende dran, aber hey, es wäre echt gut, wenn du dir das ganze Video gibst, um eben alles zu erfassen. Das gilt übrigens auch für das verlinkte Video. Eine Sache, um die mich Kartoffelkönig gebeten hat und die ich deshalb direkt an den Anfang setze, er bat mich auszurichten, dass er ja noch überhaupt kein Preview-Video zu Star Wars Outlaws veröffentlicht hat. Seine Preview kommt ja erst noch. Vielleicht hatte ich mich in meinem Video missverständlich ausgedrückt. Ich bezog mich bei den Auszügen aus seinem Video stets auf das am Anfang eingeblendete Video. Und in diesem Video kritisierte er auch Ubisoft, Assassin's Creed Shadow und Star Wars Outlaws und er machte das halt auch auf die richtige Art und Weise, wie ich finde. Ansonsten hatte er, soweit ich das gesehen habe, noch gar kein Video zu Star Wars Outlaws gemacht. Von daher lasst ihn doch erstmal machen. Okay, da schon mal vorab. Gleich geht es weiter mit Kartoffelkönig, aber erstmal zurück zum Event. Mittlerweile ist auch dieses Bild aufgetaucht, das einen X-Post von Star Wars HQ zeigt. Dort sehen wir eine Reihe von Content-Erstellern, die alle selbstgebaute Lichtschwerter präsentieren. Darunter auch Chewie, von dem bereits im anderen Video die Rede war. Hier wurde dann den Leuten unterstellt, sie hätten die Lichtschwerter, die immerhin auch nochmal $250 netto kosten, umsonst bekommen. Also das wäre auch ein Geschenk von Ubisoft. Darauf hatte ich aber bei meinen Recherchen keinen Hinweis gefunden und es deutete eher darauf hin, dass die Creator das selbst finanziert haben. Kartoffelkönig hat das dann auch freundlicherweise bestätigt. Die Dinger wurden aus eigener Tasche bezahlt. Zum Thema Disneyland meinten einige, ich hätte da eine absurd niedrige Schätzung abgegeben. Mittlerweile ist mir auch klar, dass eine Disneyland-VIP-Stunde, ja, die werden in Stunden abgerechnet, zwischen $500 und $800 kostet. Das Ganze ist natürlich für eine bestimmte Gruppengröße. Zu buchen sind mindestens 7 Stunden. Wir reden also hier von $3.500 bis $5.600 für 7 Stunden. Die Gruppe kann maximal aus 10 Leuten bestehen, also kommen wir bei voller Gruppenstärke auf mindestens $350 bis $560 pro Nase. Also die von mir geschätzten 150 Euro sind da doch etwas zu niedrig angesetzt. Die von mir zitierte Louise Julie hat in einem weiteren Kommentar unter ihrem Star Wars Outlaws Video nochmal ganz klar bestätigt, dass Ubisoft die Flugkosten übernommen hat. So schrieb sie, sie, also Ubisoft, haben meine Flüge bezahlt. Und sie schreibt weiter, aber sie haben nicht mich bezahlt. Soweit ihre Ansicht zu dem Thema Hotel, Disneyland und Co. hat sie aber nicht angesprochen. Der Kollege Kartoffelkönig hatte sich heute dann auch zu Wort gemeldet und folgenden Kommentar unter meinem Video gepostet. Du hättest mir gern eine Direktnachricht schreiben können, dann hätte ich dir das alles auch easy erzählen können. Nichts davon ist geheim oder unter Verschluss. Ubisoft ist bei weitem nicht der erste und letzte Publisher, der solche Preview-Events für Spiele organisiert. Es ist üblich, dass Presse und mittlerweile auch Creator eingeladen werden, um in einem anderen Land, in einer besonderen Location, ihr Spiel schon etwas früher spielen zu können. Selbst From Software hat das mit dem Elden Ring DLC gemacht. Auch da wurde so jemand wie Zombie nach Paris eingeladen, Flug und Hotel wurden bezahlt und in einer Kirche konnte man das Spiel anzocken. Daran an sich ist nichts verwerflich, solange einem dann niemand reinredet, wie das Video auf den eigenen Kanal dann aussehen muss und glücklicherweise ist das auch bei Ubisoft nicht der Fall. Man darf durchaus Kritik anbringen und das werde ich auch immer, wenn sie angebracht ist. Bei Pizmeet war es wohl eine externe Agentur, die ihm ein paar Dinge rausschneiden ließ und das hat zu der Kritik in der Community geführt. Zugegeben beeinflusst so ein Event immer auch etwas die Meinung, weil man das Spiel jetzt gedanklich mit einem geilen Ausflug verbindet, aber deswegen sind Meinungen nicht gekauft. Das ist schon ein großer Unterschied und das hast du ja auch später in deinem Video so gesagt. Nur leider gucken viele nicht so weit und in den Kommentaren schert man jetzt leider wieder fleißig über einen Kamm, dass alle Meinungen gekauft sind.
Hier nun meine direkte Antwort dazu. Dafür, dass es nicht geheim ist, wird es aber doch sehr, sehr selten angesprochen. Tatsächlich fast überhaupt nicht. Da fragt man sich natürlich schon, warum das so ist. Das war für mich auch einer der Gründe, warum ich da jetzt nicht einfach bei einem Creator nachgefragt habe. Ich wollte schon wissen, wohin das Ganze führt und wie viele Brotkrumen ich auf meinem Weg entdecke, denn das lässt dann wieder darauf schließen, wie transparent mit dem Thema eigentlich umgegangen wird. Aber wenn Kartoffelkönig hier schon die Möglichkeit bietet, dass eine Nachfrage reicht, dann kann ich ja einfach mal hier in den Kommentaren fragen, also der Transparenz wegen. Aktuell steht ja im Raum, dass die Content Creator den Flug ca. 1000 Euro, das Hotel ca. 500 Euro, eine Bootstour ca. 50 Euro, ein Disney VIP-Aufenthalt 350 bis 560 Euro bzw. Dollar, aber ich glaube, die sind fast gleich, und ein handgefertigtes Lichtschwert ca. 250 Euro enthalten haben soll. Das mit dem Lichtschwert hat die schon vorgegriffen, das hat sich ja erledigt, aber hier war das noch nicht klar. Dazu kommt dann das eigentliche Event, sagen wir mal 100 Euro. Das wären dann ca. 2250 bis 2460 Euro, wie gesagt minus 250 Euro. Das Lichtschwert, also 2000 bis 2010 Euro, die man als Creator dann von Ubisoft geschenkt bekommen hätte. Dazu habe ich folgende Fragen. Wie läuft das ab? Hast du dich beworben oder wurdest du angesprochen? Was schätzt du, wie viele Teilnehmer das Event hatte? Kannst du das Paket wie oben bestätigen oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Findest du das Programm abseits des eigentlichen Events nicht etwas zu viel, um hier nur von einem Anspielevent zu sprechen? Und es gab mehrere Events von Ubisoft dieses Jahr, warst du mehrmals eingeladen? Das waren jetzt soweit meine Fragen und jetzt springen wir direkt zu der Antwort zu deiner weiteren Erklärung. Ich weiß, dass der Satz haben wir schon immer so gemacht oder die Abwandlung, das machen alle so, super populär ist. Das ist aber meist nicht die Erklärung, ob das dann auch für alle Parteien okay ist. Die Partei der Zuschauer wird da schon ein wenig im Dunkeln gelassen. Aber ich verstehe das Argument, doch wirklich teilen kann ich das nicht. Was die Reaktion betrifft, die Leute sind da vielleicht etwas überreizt, was aber wohl auch daran liegt, dass vielen die Hintergründe nicht wirklich klar sind. Vielleicht ist das auch der Grund, warum tatsächlich kaum einer vor den Zuschauern darüber redet, denn es könnte dann eben, berechtigt oder nicht, falsch aufgenommen werden. Das ist das Geschmäckle, von dem ich in meinem Video gesprochen habe, das leider so oder so heften bleibt, selbst dann, wenn die Meinung nicht gekauft wurde. Wie ich in meinem Video sagte, für mich stellt das eher eine versuchte Beeinflussung dar, dessen Ergebnis dann aber erstmal offen bleibt. Doch ich finde, dafür tragen nun mal die Creator selbst die Verantwortung, weil hier, was die Kosten betrifft, keine Transparenz vorhanden ist. Die Verwunderung ist dann natürlich da und das Geschmäckle wird dadurch vielleicht auch etwas verstärkt. Doch dafür kann ich ja jetzt nichts, denn ich habe ja nur darüber berichtet, was deiner Ansicht nach völliger Standard ist. Dass manche Leute Videos nicht komplett schauen, finde ich halt auch immer sehr schade, zumal ich es extra noch zu Beginn angesprochen habe, aber auch hier habe ich natürlich wenig Handhabe. Die Leute bilden sich ihre Meinung halt selbst und hier möchte ich noch hinzufügen, auf die Art, wie sie es halt wollen. Die Antwort kam dann auch super schnell. So schreibt er, ich bin witzigerweise bei der Recherche meines nächsten Videos über den Artikel gestolpert, in dem dein Video und damit auch ich zitiert werde. Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal alles genau aufdröseln, das ist gar kein Problem. Also wichtig, von ihm wird es auch nochmal ein Video zu dem Thema geben und sobald das dann da ist, werde ich es hier auf den Kanal auch irgendwie verlinken. Aber lesen wir mal weiter. Zumindest für mich, ich bin auch einer der wenigen Creator, die überhaupt erwähnt haben, was das für ein Event war und was man grob gemacht hat. Dazu muss man sagen, dass ich ebenfalls noch kein Preview-Video dieser Art gemacht habe. Also meine Meinung kann noch gar nicht gekauft worden sein, weil ich noch keine Meinung zum Spiel abgegeben habe. Das Einzige, warum ich dich bitten könnte, ist unter den Kommentaren hier im Video teilweise richtig zu stellen, dass ich also keine Werbung gemacht haben kann, hab hier und da auch schon gelesen, wie ich doch gekauft sei und das finde ich immer schade, das unbeantwortet stehen zu lassen. Ich weiß, das ist immer etwas Zeitaufwand, aber wäre cool. Wie gesagt, ich habe das Ganze extra nochmal an den Anfang dieses Videos gesetzt, um das direkt hervorzuheben, falls man mein Video da falsch verstanden hat. Wie Menschen aber auf X-Creator reagieren, dazu äußere ich mich grundsätzlich nicht, weil die ja ihre Beweggründe gar nicht dazu schreiben und ich will mich da auf gar keine Diskussion einlassen. Außerdem habe ich deinen Post unter meinem vorherigen Video halt angepinnt, also steht auch ganz oben. Ansonsten der Kommentarbereich steht dir frei und du kannst natürlich da deine Meinung zu jedem sagen, der da irgendwas gegen dich sagt.
Ich würde sagen, weiter im Text und somit zu meinen Fragen. Erstmal muss ich sagen, dass ich etwas übertrieben finde, da genau bei den Preisen zu kalkulieren und zu analysieren, was wie viel gekostet hat. Ich denke, viele haben auch gar nicht erwähnt, zu welchen Dingen sie genau eingeladen worden sind, weil sie Gaming-Content machen und das Spiel bzw. die Anspielsession im Fokus steht und die wenigsten in so einem Video dann noch ellenlang ausschweifen und sagen, wie viel das und jenes gekostet hat. Dazu möchte ich auch direkt anfügen, dass auch die Presse eingeladen wurde und das zu gleichen Teilen. Ich glaube, es waren 75 Creator und 75 Presseleute aus verschiedenen Teilen der Welt. Das heißt, auch die GameStar, IGN und Co. haben genau das gleiche erlebt wie die Creator, also auch Flug, Hotel, Event und Disneyland. Vielleicht sogar noch mehr, das weiß ich nicht genau, die waren einen Tag früher da als wir. Und auch dort gab es keine Anmerkungen im Video darüber, bei der Presse werden auch keine Vlogs oder Insta-Stories gemacht, also bekommt man dort das Drumherum nicht mal annähernd mit. An dieser Stelle möchte ich kurz einhaken. Die Kosten finde ich schon wichtig, allein deswegen, um abschätzen zu können, was da an Budget reingeht. Wir wissen nun, dass das Event offenbar 150 Leute umfasste. Wenn man also annimmt, jeder hätte 2000 Euro gekostet, dann wären das nur 300.000 Euro gewesen. Dazu die Mietkosten, Angestellte, Promoter, Deko und all das Zeug drumherum, dann kommen wir vielleicht auf 500.000. Am Ende wäre das aber noch deutlich weniger, als ich angenommen hatte. Auf der anderen Seite reden wir aber auch nur von einem Event. Wir wissen aber, es gab Minimum zwei, wobei aber nicht klar ist, ob es zwei identische Events waren oder ob die vom Umfang irgendwie unterschiedlich waren. Interessant ist auf jeden Fall, dass die Gaming-Presse die gleichen Vorzüge hatte wie die Creator. Aber hier wissen wir eben nicht, wie die Sache mit den Kosten aussah. Also habe ich einfach mal bei GameStar, PC Games, IGN Deutschland und 4Players nachgefragt. Bin gespannt, ob sie darauf antworten und wenn ja, wie sie darauf antworten. Aber schauen wir weiter, was Kartoffelkönig noch zu berichten weiß. Ich kann dir die genauen Preise gar nicht nennen, weil ich die nicht kenne. Und ich kann auch nicht sagen, wer wie viel selbst übernommen hat. Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir war. Und bei mir wurden Flug, Hotel, Event und Disneyland VIP-Tour bezahlt. Das Schwert habe ich selber gezahlt, das ist auch bei der VIP-Tour nicht dabei und bei der Bootstour war ich auch nicht dabei. Kleine Anmerkung, hier war dann eben die Bestätigung von Kartoffelkönig, die ich bereits angesprochen hatte, weil eben dieser Vorwurf im Raum stand. Also weiter im Text. Ich denke, deine Preise kommen schon ungefähr hin, aber ich habe nie Rechnungen von irgendwas gesehen. Ich habe die Flugtickets zugeschickt bekommen, aber wenn man beispielsweise die Klasse upgraden wollte, lief das auf eigene Kosten. Ich kann nur davon ausgehen, dass die Presseleute die Einladung und die Kostenübernahme ebenfalls bekommen haben. Hier nochmal eingehakt, wie gesagt, das ist halt eine Annahme von ihm, denn wie er auch schon sagt, die machen keinen Vlog und sprechen auch ansonsten nicht darüber. Also insofern haben wir da keine richtige Einsicht, also mal weiter im Text. Was die Transparenz angeht, ich wollte das in meinem Preview-Video auf jeden Fall etwas ausführen, aber ich kann auch verstehen, wenn man sich nur für die Einladung bedankt und es dabei belässt, was auch völlig legitim ist, wenn man weiterhin objektive Berichterstattung betreibt und das streben gerade Journalisten, aber auch ich selber immer an. Für mich persönlich war es das erste Event dieser Art überhaupt, aber ich weiß, dass gerade Presseevents schon seit 30 Jahren in dieser Größenordnung spielen. Soweit ich weiß, wurde damals sogar noch viel mehr Marketingbudget in die Hand genommen. Damals noch, um möglichst viele Seiten im Gaming-Magazin zu garantieren und mittlerweile eben auch mit YouTubern und Streamern, die dann, genau wie die Presse, ein Video darüber machen können. Aber es ist weitaus weniger zwanghaft als damals, denn man musste aus dem Outlaws Preview Event gar keinen Content machen, weder Stories noch Preview-Video. Und deswegen habe ich das auch noch nicht, aber es ist natürlich was Exklusives mit eigens erspieltem Gameplay, also ist es nachvollziehbar, dass viele das einfach aus eigenem Antrieb auf dem Kanal haben wollen. Um hier nochmal einzuhaken, ich denke, dass viele kein Problem damit haben, wenn ihr Frontmann oder ihre Frontfrau nach Los Angeles gehen, um das Spiel im Sinne der Community zu testen, um dann mit einer eigenen Meinung nach Hause zu kommen. Es kann eben nicht eine ganze Community teilnehmen, sondern eben nur einer. Die Community hat ja dann eben den Vorteil, ihren Mann oder ihre Frau vor Ort gehabt zu haben. Ich glaube, was vielen einfach sauer aufstößt, ist der Teil, der für die Berichterstattung einfach unnötig war, also sowas wie Disneyland. Aber wahrscheinlich noch mehr, weil man nicht offen darüber spricht. Aber hier bitte einfach einhaken, was du dazu meinst, also du Zuschauer, der gerade auf dem Bildschirm guckt.
Es steht außer Frage, dass Access Journalism in der Gaming-Berichterstattung ein Riesenproblem ist. Das ist früher vor allem bei der Presse, aber auch mittlerweile bei Creatern ein Thema, dass sie möglichst Kritik abschmälern oder etwas in einem positiven Licht erscheinen lassen, damit sie auch beim nächsten Spiel den Key schon vor Release bekommen oder wieder zu einem coolen Event eingeladen werden. Ich denke, man erkennt solche Fälle schon ganz gut an der Abweichung zum regulären Stil und sowas sollte zu Recht kritisiert werden. Da reden wir also von Fällen, wo man nicht explizit für ein Spiel bezahlt wurde, aber eine Leistung vom Publisher bekommt, die man auch in Zukunft erhalten möchte, damit man möglichst vor allen anderen schon coolen Content auf seinen Kanal veröffentlichen kann. Es gab gleichzeitig auch noch klassische Werbevideos in deiner Aufzählung und da ist das Ziel ganz klar auf den Verkauf des Spiels gerichtet. Aber auch bei solchen Events ist gar nicht zu vermeiden, dass man etwas positiver dem Spiel gegenübersteht, als wenn man 4 Stunden für sich zu Hause spielt. Das ist ja der psychologische Trick an der Sache, den sich die Publisher zunutze machen. Wenn man es trotzdem schafft, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, dann hat man ein Ziel erreicht, das sich nur wenige auf die Fahne schreiben lassen können und ich hoffe natürlich, dass ich auch dazu gehören werde. Kommen wir dann zu seinem Fazit. Publisher nutzen Preview-Events in erster Linie, damit einige ausgewählte Outlets schon vor Release über das Spiel berichten. Journalisten und Creator nehmen das dankend an, weil sie darüber ein exklusives Video machen können. Es ist seltener geworden, dass ein so großes Happening drumherum stattfindet und man kann hinterfragen, ob das nötig war. Im Endeffekt will der Publisher den Leuten vor Ort eine schöne Zeit machen und wenn man wie wir schon 12 Stunden fliegt, dass man dann wenigstens noch einen zweiten Tag hat, wo man was Cooles erlebt. Für Ubisoft ist das einfach eine Marketingausgabe, die sie dann von der Steuer abschreiben können und ich versuche trotzdem objektiv über das Spiel zu berichten. Ob man über die möglichen Kosten der Einladung spricht, ist jedem selbst überlassen. Ich denke, für die Veteranen der Branche ist es Alltag und deswegen auch nicht mehr erwähnenswert. Und wir kennen die Preise ja ohnehin nicht. Für mich war es das erste Mal und deswegen habe ich auch offen darüber gesprochen und ich werde es auch weiterhin. Also einen Skandal hast du hier nicht aufgedeckt. Es ist der Branchenstandard und bei jedem Preview-Video, das du siehst, gab es irgendeine Art von exklusiver Behandlung. Du selbst wirst ab einer gewissen Größe sicherlich auch solche Möglichkeiten bekommen und kannst dann bestimmt auch aufzählen, was alles gesponsert wurde. Es ist nicht verwerflich, solange man weiter objektiv bleibt. Man beeinflusst mit Videos auch immer eine Meinung. Das macht man mit den Preview-Videos von Outlaws genauso wie mit deinem hier. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Im besten Fall hört man sich mehrere Quellen zu einem Thema an, damit man wirklich informiert darüber ist, aber das ist in der heutigen Zeit leider oft nicht der Fall. Das Fazit will ich jetzt auch gar nicht mehr groß kommentieren. Vielleicht noch ein Wort zum Skandalwert, ich nenne es mal so. Ich glaube, darüber habe ich gar nicht so zu entscheiden und mein Video war jetzt auch nicht besonders aufgeregt aufgebaut. Die Leute, die sich mein Video anschauen, müssen das für sich selbst bestimmen und eben auch einordnen. Das Ergebnis sieht man dann in den Kommentaren. Manche sind wenig überrascht, andere fallen aus allen Wolken. Doch das Gute daran, auf diese Art entsteht eben auch Austausch, wie halt dieser hier. Und das dürfte für viele sicherlich auch nochmal interessant gewesen sein. Also vielen Dank an Kartoffelkönig, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um hier umfangreich zu antworten. Bleibt mir zu sagen, was sagst du zu dem Thema? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.